Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Fortnite Daily Shop News vom 16.12.2019. So Leute, wenn ihr uns kostenlos unterstützen wollt, dann used gerne im Itemshop den Creator Code sofort gleich TTV. Dann auf Annehmen drücken und dann unterstützt uns kostenlos und ich würde sagen, viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, wir schauen in den heutigen Itemshop rein und da haben wir erstmal natürlich wieder die ganzen Star Wars Items. Aber wir haben den neuen Partyprügler, den Bash und die Schlagsäge, sorry. Jo, wir fangen mal auf der rechten Seite an. Oh geil, wieder mal eine Runde Schere, Stein, Papier drin. Elektro-Swing, natürlich mega geile Emote. Eine der geilsten des ganzen Spiels. Haben wir hier 4,65 von 5 bei 143 Votes. Am 22. Oktober 2018 ist erstmal drin gewesen. Das 18. Mal 465 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor knapp 30 Tagen. So, Billy Bounce habe ich mir auch geholt. Für mich der geilste Emote des ganzen Spiels. Absolut kultig. Aber 4,72 von 5 bei 67 Votes. Am 27. Mai 2019 ist das erste Mal drin gewesen. Das 9. Mal 241 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor 2 Wochen. Da habe ich mir nämlich das Teil geholt. Dum, 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 dum. Papierflugzeug, Paperplane, Gameplay oben rechts verlinkt in der Ecke. Mega cooles Teil für 800 V-Bucks. Da gucken wir uns auch mal ein bisschen genauer an, was da auf dem Zettel drauf steht. So, Paperplane. Hier momentan 4,29 von 5 bei 34 Votes am 6. Januar 2019. Das erste Mal drin gewesen, 12. Mal, 47 Remind, das letzte Mal im Shop vor knapp einem Monat. So, jetzt kommen wir zu Schere, Stein, Papier. So, und jetzt mache ich wieder eine kleine Runde mit ihm. Mal gucken, ob ich ihn diesmal besiegen kann. Ich sage Papier. Nein! 0-1. Ich sage Stein. Nein! 0-2. So, eine noch. Ich sage nochmal Papier. Jetzt habe ich 1-2. Jetzt sage ich Schere. So. Zwei beide. Jetzt kommt es drauf an. Entscheidung. Ich sage Schere. Nein. Ich sage Stein. Nochmal Stein, okay. Ich sage Schere. Nein, jetzt habe ich verloren. Verdammt nochmal. Wieder gegen den verloren. Es ist zu verrückt, wenn nicht. So. Mega geiles Teil. Stein. So, 4,33 von 5. Bei 14 Votes. Quatsch, bei 18 Votes. Am 4. April 2018 ist erstmal drin gewesen. Das 14. Mal. 42 Remind. Das letzte Mal im Shop vor knapp einem Monat. Hab ich auch schon verloren. Glaube ich. So. Dann ins Schwarze. Hat ja lange Zeit Tifu gespielt. Für 800 V-Bucks. Ja, mein Ding ist die Lady jetzt nicht unbedingt. Oh, wer es mag. So, 4,49 von 5 bei 107 Votes. Am 7. November 2018 ist das erste Mal drin gewesen. Das 15. Mal. 407 Reminders. Das letzte Mal im Shop vor knapp einem Monat. So, weiter geht's mit dem, mit der Feldsanitäterin, dem Field Surgeon. Da gibt's ja diese zwei Styles. Ich finde, die ist richtig cool. Die Lady. Gefällt mir persönlich sehr gut. So sieht das Backpack da hinten aus. Schon ein geiles Teil. So, hat hier 3,93 von 5 bei 57 Votes am 8. September 2018. Das erste Mal drin gewesen, das 10. Mal, 68 für meine, das letzte Mal im Shop vor 174 Tagen am 25. Juni. Weiter geht's mit, ja, machen wir mal links weiter mit dem Weihnachtstrooper. Der war ja jetzt erst neu drin gewesen im Shop. Da können wir ja mal gucken, wie sich das Teil hier entwickelt hat inzwischen. Genauso hier dieser Prügelzweig, den ich mega geil finde. Schauen wir mal.
Der Jule Trooper hat hier ein mega geiles Voting von 4,36 von 5 bei 11 Votes. Und der, das wundert mich jetzt, dass das nicht so gut angekommen ist. 2,17 von 5 bei 6 Votes. Naja, gut. So, damit hätten wir diese beiden Dinger auch schon weg. Dann geht's weiter mit dem nächsten Set. Und das ist hier der Zero. Mega geil, das Teil. Hammer und Gameplay jetzt oben rechts verlinkt in der Ecke. Hier, so sieht dann da hinten das Backpack aus. Ja, wen erinnert das an diesen Ladebildschirm? Das Ding hat uns wahnsinnig gemacht. Der schleppt es auf dem Rücken rum. Für 2000 V-Bucks, mega cool. Hat hier folgendes Voting, 4,6 von 5 bei 25 Votes am 15. Oktober 2019 das erste Mal drin gewesen. Das vierte Mal, 37 Spiel meinen das. Das letzte Mal im Shop vor knapp einem Monat. Genauso sieht's aus hier mit der Lackierung, dieser Nullpunkt-Lackierung. Ja, ist schon richtig, richtig geil, das Teil, ne? Für 500 V-Bucks. Gucken wir mal, wie da die Noten ausgefallen sind. 4,63 von 5 bei 8 Votes. Ja. 3 Reminders. Der Rest ist gleich. So, dann kommen wir jetzt zu dem neuen. Ja, zu dem neuen Set. Am Ende des Regenbogens Teil des die Überreste Sets. So heißt das Ding, okay. Das sieht schon geil aus, ne? Seht ihr, da oben da auf dem Hörnchen, da blitzt und blinkt es auch ein bisschen für 1200 V-Bucks. Wie hört sich's an? Na gut, der Effekt ist jetzt nicht so geil wie... Ja. Wie beim Donneros. Finde ich viel geiler, aber gut. Ja, trotzdem sieht's cool aus. Mir persönlich gefällt sehr gut. Haben wir da schon ein Voting? Ne, wir haben bis jetzt nur 12 Reminders. Ansonsten ist noch nichts da. So, dann kommen wir zu dem letzten Item für heute, dem Partyprügler. Ah, der hat verschiedene Styles. Oh, der hat hier 3 verschiedene Styles. Alles klar. Ja, in diesem dunklen Style hier haben wir ein Gameplay mit dem, jetzt rechts oben in der Ecke verlinkt. Das Teil sieht auf jeden Fall echt cool aus. Ah, da hinten hat er Shotgun, Munition. Ein bisschen Neonfarben da oben. Einhorn. Sieht echt geil aus, das Teil. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, welcher Style euch am besten gefällt. Das sieht natürlich auch cool aus, ne? Das sieht echt cool aus. Ich bin mir jetzt momentan gar nicht so sicher, in welcher Version ich den am liebsten spielen würde. Auf jeden Fall geiles Teil. Gucken wir uns noch das Backpack an. Das ist hier dieser Schild. Da hinten drauf ist... Ha! Okay. Ah, oh. Auch der Schild hat verschiedene Styles. Einmal den. Okay. Und einmal den. Wobei ich sagen muss... Ja, ein bisschen schwer zu sagen. Ich finde... Da finde ich den jetzt besser. Ja, das Lama-Horn-Schild. Ich finde den richtig cool. Von mir kriegt das Teil 9 von 10. Schauen wir mal in die Benotung rein. Nein, das ist Razor Smash. Moment, gucken wir beim Bash rein. 4 von 5 bei 11 Votes. 11 Reminders. Jo, jetzt muss der Shop noch bewertet werden. Und das sieht folgendermaßen aus. Wir haben hier aktuell, das muss wieder weg, 992 Love It's, 1131 It's Meh und 2653 Hate It's. So. Wir gucken uns jetzt mal nochmal den Shop an. Electro Swing ist geil. Billy Bounce ist geil. Das Papierflugzeug finde ich geil. Schere, Stein, Papier. Geil. Feldsanitäterin, geil. Star Wars Items,
Geil. Ins Schwarze bin ich jetzt nicht Fan von, aber weiß ich, dass das andere von euch mega, mega, mega mögen. Weihnachtstrooper finde ich geil. Bash, geil. Zero, geil. Alles geil. Ich finde den Shop alles in allem ziemlich, ziemlich cool. Also ist kein Item dazwischen, was miserabel ist. Jo, und deswegen kann es eigentlich von meiner Seite nur eine Benotung geben. Und das ist ein Love It. Und damit bin ich Love It Nummer 994. Wenn es euch gefallen hat, lasst mal wieder einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert den Kanal und schaltet nächstes Mal wieder ein. Wenn es wieder ist, Fortnite Daily Shop ist mit Miniman gleich. Schaut noch rein, macht's gut, bis dann und tschüss.